Seit Sonntag lädt die Ausstellung Aufgehobene Zeit zu einer spannenden Entdeckungsreise in der Welt der Archive ein. Das Historische Museum Saar und der Saarländische Archivverband stellen hier besondere Schätze vor. Zu den Schätzen zählen Objekten von augenfälliger Bedeutung und Schönheit, wie der Freiheitsbrief für die Städte St. Johann Saarbrücken, ein seltenes Exemplar der berühmten schädelschen Weltchronik aus dem Jahre 1493, eine Karte Lothringens und des Westrich von Martin Waldseemüllers, ein spätgotischer Zinnkelch, das Liederbuch der Fürstin Sophie Erdmute von Nassau-Saarbrücken, eine der größten Ferotypien, die es weltweit gibt, oder die älteste fotografische Panoramaansicht der Doppelstadt Saarbrücken St. Johann aus dem Jahre 1874. Andere Objekte kommen eher unscheinbar daher und offenbaren ihren Wert erst auf den zweiten Blick. So etwa die maschinenschriftliche Verfassungsurkunde des Saarlandes vom 15. Dezember 1947. Durch vier ansprechend gestaltete Themenräume führt die Ausstellung von den Anfängen des Archivwesens im Saarland bis in einen Lesesaal, indem man erfahren kann, wo und wie unsere Geschichte eigentlich geschrieben wird.